Herzlich willkommen, ihr Lieben. Benjamin hier vom Porsche Museum. Wir sind hier heute in Dortmund, überraschen den Jean-Pierre Krämer. Wir sind gleich bei ihm. Lasst euch auch überraschen, es wird ein Riesenspaß. Ich freue mich auch sehr. Geil. Cool. Bis gleich. Hallo. Hallo. Wo ist denn der Krämo? Rocelli. Jonas! Weißt du, wo denn der Herr Krämo ist? Nee, den habe ich auch gerade angerufen. Ich wollte ihn anrufen, weil ich wollte den Überraschungsgast überraschen. Genau, aber wo ist er denn jetzt? Das weiß ich doch nicht. Mein Gott. Ja, wo ist er denn jetzt, der Krämo? Wo ist denn der Krämo? Krämo! Was geht ab? Ja, ich habe da so was gehört irgendwie. Hier bei uns vom Gebäude sind so ein paar Leute oder so. Vielleicht irgendwas Cooles. Vielleicht. Was willst du? Ja, komm mal kurz mit, ich muss dir was zeigen. Die Sonne scheint auch, das ist geil. Ein bisschen braun werden. Ja, okay. Bist du blass geworden? Bist du blass, oder? Ich bin voll blass, ne? Was ist hier los? Weiß ich nicht, komm mal mit. Ja, guck mal geradeaus. Hey, ich sehe ja Transporter. Ja. Hi. Hallo, hallo. Können wir uns den mal angucken, einfach. Ja. Weil ich finde das interessant. Du hast ihn gebracht, oder was? Ja, genau. Ja, dann stell dich mal dahinter, würde ich sagen. Ja, okay. Und guck mal rein. Ja, lustig. Surprise, Motherfucker. Ist das mein Neuer, oder was? Das ist dein Neuer. Endlich ist er da. Fett, oder? Ja, hab ich Führerschein dafür? Was weiß ich doch nicht. Soll ich jetzt losmachen? Den kannst du jetzt theoretisch auch fahren, ja? Wenn du Bock hast. Freut sich jetzt gar nicht so sehr. Doch! Also ich. Aber ich weiß schon wieder, was los ist. Ich hätte jetzt ein bisschen mehr erwartet eigentlich. Das kann doch wieder nur irgendeine Verarschnummer sein. Meinst du das? Ja. Was willst du jetzt? Warte einfach mal ein bisschen vielleicht. Ja. Ach, guck mal! Ja, was machst du hier? Freust du dich? Ja, ich freue mich auch über mein neues Auto hier. Du wolltest ja immer ein Auto für die Ausstellung oder für dein Showroom haben. Dann dachten wir schenken dir eins. Ja, der ist wirklich toll. Ich bin sehr glücklich. Aber zum Fahren habe ich dir was Schnelleres mitgebracht. Wie zum Fahren? Den darf ich fahren? Den darfst du fahren, ja. Ja, komm, fahr mal auf den Hof hin drauf. Wie jetzt? Geil, oder? Das ist die Wunderwaffe. Gibt es auch nicht so viele von, glaube ich. Nein, da gibt es auch nicht so viele. So. Ihr wisst, was das ist, oder? 959? Schon mal gehört? Ja, ja. Registeraufladung. Der erste Porsche mit wassergekühlten Zylinderköpfen. Ah. Ach, der, ja, genau. Ja, ja, genau der. Ja. Aber ich verstehe die Story noch nicht ganz. Rede mit mir. Bist du fröhlich? Ja, erstmal bin ich fröhlich. Bitteschön. Ab jetzt für die nächsten paar Tage deine. Das heißt, ich darf den jetzt fahren? Du darfst den jetzt fahren, ja. Der bleibt ein paar Wochen hier. Ein paar Wochen? Du darfst ihn fahren. Ui. Und dann kannst du uns mal erzählen, was du davon hältst. Ich glaube, jeder weiß, was ich davon halte. Du bist schon dreimal 959 gefahren. Richtig. Das weiß ich ganz genau. Kein Grauen. Ist einer der letzten je gebauten. Haben wir es letzte Woche zugelassen. Frischen TÜV. Alter. frischen TÜV. Ja. Aber den Sprit musst du selber bezahlen. Ja. Okay. Und ich darf damit wirklich fahren. Ja. Also ich fahre damit. Du sollst ihn vor allem erfahren. Und mir ist es ein persönliches Anliegen, dass einfach gerade über dieses Auto gesprochen wird.
als Start unserer Serie. Ich glaube, darüber erzählen wir gleich gemeinsam den anderen mehr. Wenn du das sagst. Ja. dann berichtest du einfach, was dieser 959 vor über 30 Jahren geleistet schon hat. So konnte und unfassbar geleistet hat. Ja. Was machen wir denn? Also wie lang kann ich ihn fahren? Also es kommt immer drauf. Ich fahre 959 nebenbei. Ja, also es kommt ganz drauf an. Es ist ja so, die Autos benutzen wir ja selber noch natürlich für gerade solche Geschichten wie mit dir jetzt, für Presseveranstaltungen, Fahrveranstaltungen, für Ausstellungen, Rallyes und so weiter. Bis jetzt hat das Auto keinen Einsatz geplant, außer JP Performance. Das kann sich natürlich im Laufe der nächsten Tage ändern, aber für die nächste Zeit ist er auf jeden Fall deiner. Ja, und was machen wir? Du machst sowas tagtäglich, richtig? Das heißt, was machen wir denn, wenn wir den zurückgeben? Also ja. wenn du ihn, du kommst ihn abholen wieder? Wir kommen ihn abholen, ob ich wieder dabei bin, das schauen wir mal. Es kommt ganz drauf an, wann wir ihn holen, aber... Das Lustige ist gerade, der Benjamin ist eigentlich total die Ulknudel und macht gerade einen auf. Komm, dreh ich mal um, guck, ich will doch nicht stehen. Ja, ja. Ich bin noch nervöser als vorher. Weil eigentlich ist er nämlich gar nicht so. So, pass auf. Okay, der Wagen bleibt hier. Der bleibt 14 der, Tage, 20 Tage. Ja, so ungefähr. So ungefähr. Ja, und richtig. Dann? Ja. Jetzt wird's spannend. Jetzt wird's spannend. Und dann bringen wir dir noch ein Auto. Also es ist der so. Bleibt? Der geht. Der geht dann. Der geht dann, genau. Das stimmen wir alles recht individuell ab. Also wir starten jetzt mit diesem Auto gemeinsam eine 8-reihige, sag ich mal, oder wie soll man es nennen, 8 Fahrzeuge kriegst du von uns in den nächsten Monaten. Ne? Und die darfst du mal nacheinander für die Jean-Pierre Krämer oder JP Jean Pütz. Jean Pütz. Genau. Die für die Jean Pütz. Non, rien de rien. Den siehst du auch ähnlich. Ja. So, 8 Autos. 8 Autos. Und ich darf damit fahren. Das heißt, ja. Ich fahre damit in die Stadt, ja. Ich fahre damit auf der Autobahn. Genau. Und das ist alles so ein Kaliber dann. Du weißt noch gar nicht, welche Autos. Und du wirst auch nichts erfahren. Ob dieses Kaliber oder nicht, sage ich dir genauso wenig. Jedes Mal eine Überraschung. Wir von Porsche haben uns gedacht, wir haben dieses Jahr ein großes Jubiläum, 70 Jahre Porsche Sportwagen. Ja. Im Juni wird der erste Porsche 70 Jahre alt. Da haben wir schon drüber gesprochen. Das gibt eine Riesensause. Das ist ein wichtiges Jubiläum natürlich für uns. Es ist fantastisch, dass eine Marke wie Porsche seit über 70 Jahren sportliche Produkte für die Straße baut. Ich liebe dich. Wir dachten uns einfach, es ist nett in diesem Jahr weiter mit JP Performance zu arbeiten. Und haben uns diese gemeinsam mit euch, beziehungsweise mit Fabian, der hier auch irgendwo noch rumsprang bis gerade. Der hat das geplant, ne? Der hat das geplant mit uns, also mit dem Porsche Museum, gemeinsam mit dem Marketing der Porsche AG, machen wir eine gemeinsame Geschichte. Okay. Jean-Pierre Krämer kriegt 8 Autos in 2018 und darf sie fahren, probieren, testen für die JP Performance Community. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Finde ich gut. Ich finde das auch, ich find sehr das fair. Gut, ja. Ja. Muss ich irgendwas wissen? Das erfährst du gleich alles, indem wir damit einfach eine Runde drehen. Aber über so einen Bobbycar kann man sich auch freuen. Solange Porsche draufsteht, findest du es gut. Ich steige jetzt ein. Gern. Ich steige jetzt ein. Darf ich mit? Ja. Komm, gut. Also wir haben ihn vorhin schon ein bisschen warm laufen lassen. Das ist ein wunderschönes Auto. Wir sind gleich zurück, wir fahren eben. Okay, viel Spaß. Tschüss. Also du hast ja hier dieses 6-Gang-Getriebe. Ja. Besonders daran ist der ziemlich kurz übersetzte G-Gang, also der Geländegang. Der Geländegang? Ja, der 959 sollte ja, wie sagt man, die eierlegende Wollmilchsau werden. Wegen Dakar. Genau. Der war dafür ausgelegt, auf der Straße schnell zu sein und fahrstabil, genauso geländefähig zu sein und auch auf der Rundstrecke fähig für Erfolge zu sein. Mit dem Ende der Gruppe B ist dann daraus eine reine Straßenfahrzeugentwicklung geworden. Der Gruppe B, der sieht auch toll aus, ne? Der Gruppe B-Prototyp ist auch gut in diesem Weiß Metallic. Da gab es nur einen von, ne? Nur den einen einzigen, genau. War der ein Tick länger? Der wirkt eigentlich gestreckter, weil er ein Tick breiter ist. Der ist von der Form anders und wirkt dadurch
ein bisschen länger. Ich glaube, die Grundabmessungen haben sich gar nicht arg verändert. Da ging es dann nur um Details der Produzierbarkeit der einzelnen Teile. Weil die Karosserie besteht ja aus einem Aramidfaserverbundwerkstoff. Ja. Was wiegt so ein 959? 1450 Kilogramm. 1450 Vierrad angetriebenes Bitumenfahrzeug. Für das Baujahr, das ist wirklich der absolute Wahnsinn, ne? Das Besondere daran ist, in den 80er Jahren ein Fahrzeug zu bauen, das deutlich über 300 km/h, also etwa 313, 315 km/h sind möglich beim 959 in der Komfortversion. In der Komfortversion? Es gibt ja auch die Sportversion, den S, der hat dann deutlich über 500 PS. Da gab es einen ganz berühmten Test. Der fährt 330, ne? Der fährt 339, hat die Automotor Sport. GPS. Genau. Wahnsinn. Hat die Automotor Sport gemessen vor einigen Jahrzehnten bei einem legendären Test. 339 km/h war eine Ansage. Die Besonderheit ist einfach, dass das Auto für jeden fahrbar war. In den späten 80er Jahren waren Autos, die deutlich über 250 fuhren. Das waren eigentlich Rennwagen für die Straße. 2,85 Liter Hubraum, 450 PS. In den späten 80er Jahren gab es kaum was Schnelleres, kaum was Stärkeres. Aber vor allem war hier eben die Alltagstauglichkeit. Das Auto ist super bequem. Ganz vorne mit dabei, ja, ist es definitiv. Der Wagen hat jetzt unter 16.000 Kilometer weg. Ja. Das ist sehr wenig. Das ist wirklich sehr wenig. Das ist einer der letzten übrigens. Deswegen auch so wenig gelaufen. Deswegen, ja, genau. Der ist noch jung. Natürlich. Das ist ein Auto aus der Entwicklung. Und wurde dann später im Pressefuhrpark eingesetzt und ging dann in die Sammlung der Porsche AG über, ist also Teil der Unternehmenssammlung heute. Und wie du weißt, eine unserer Prämissen ist, die Autos nicht mehr ausstellen, sondern fahren. Was das Schöne daran ist, ihr macht mir wirklich ein Geschenk als Mensch. Das ist ja das Geile, weil ich bin gerade so still und so ruhig und so sprachlos, aber ich freue mich wirklich aus dem Inneren heraus, aus mehreren Gründen, Benjamin. Dass ihr das einfach mit mir macht, der Stolz dem Unternehmen gegenüber und auch, dass das Unternehmen mir das Vertrauen und das zurückgibt, einmal das, dann ist es für mich auch wirklich ein Grund, mal frei zu denken und frei zu sein. Und zum Beispiel, was wir jetzt gerade machen, wir fahren jetzt durch die Gegend. Ich fahre ganz selten mit dem Kameramann auf dem Beifahrersitz und wirklich und unterhalte mich einfach. Dann so ein Auto. Das ist ja gar kein Auto eigentlich für mich. Also für mich ist ein 959 kein Auto. Ja, vor allem, du hast ja hier diese zwei Turbolader. Registeraufladung, nicht Biturbo. Genau. Darüber reden wir noch, weil das ist das erste serienmäßige Fahrzeug der Welt mit Registeraufladung. Ja. Ich weiß nicht, ob man jetzt so andere Hersteller in den Mund nehmen sollte. Natürlich gab es damals einen F40 und XJ220, aber das sind ja alles Donnerbüchsen dagegen. Das ist ja ein wirkliches Auto. Ja, das war eben der feine Unterschied. Zum Beispiel zum Ferrari F40, der ein abgewandelter Rennwagen für die Straße war. Der 959 war ein Straßenfahrzeug mit motorsportnaher Technik. Also der Anspruch war hier ganz klar, den Charakter des 911 zu bewahren, um Supersportwagenfahrleistungen zu ermöglichen. 2,85 Liter Hubraum übrigens, weil man vorhatte, in der 4-Liter-Klasse zu starten. Das bedeutet, mit Turboladern hast du den Faktor 1,4. Ja, richtig, richtig. Das heißt, du darfst maximal 2,85 Liter Hubraum haben, in der Saugerklasse fahren kannst. Genau, in der 4 Liter. Wie damals auch der Imsa. Ja. Das ist eine tolle Aktion. Fabian wusste das. Ich ganz ehrlich, heute Morgen hatte ich schon was im Gefühl. Was hattest du denn im Gefühl? Ja, Fabian war so ein bisschen strange. Jonas war auch ein bisschen strange. Nobby auch. Die waren so ein bisschen so. Geht's dir gut? Freust du dich? Ja. Und dann weiß ich schon immer, und deswegen, wo du das gerade in die Werkstatt kam, was du wahrscheinlich weißt. Ich weiß. Okay. da wusste ich schon so, wenn er so ganz ohne Ankündigung hier reinkommt und dann auch noch so komisch redet. Ist uns gelungen. Wie toll der fährt. Aber man merkt, die Dämpfertechnik ist kein Vergleich zu heute. Ne? Das Auto macht immer so einen leichten Wipper. Ne? Ja. Vor allem, der hat ja 8 Stoßdämpfer. Ne? Stimmt, der hatte doppelte, ne? 2 pro Rad, ja. Ich kann mir gerade nicht vorstellen.
Ich habe jetzt gerade gedacht, okay, jetzt stellen wir den hin, wo ist der Hänger, dann fahren wir in den Hänger rein. Das habe ich jetzt gerade gedacht, aber der Hänger fährt leer zurück. Ja. Ja. Und wann kommst du dann immer? Dann kommst du dann immer zum Ersten oder was? Oder kurz vor dem Ersten, ja, oder wie? Kurz vor dem Ersten kommen wir immer mit dem nächsten Fahrzeug. Wir versuchen dann, das vorausgegangene Fahrzeug dann auch abzuholen. Wie gesagt, das müssen wir immer noch individuell jeweils pro Fahrzeug abklären, wann es immer abgeholt wird. Aber so ist der Plan. Sprich, in wenigen Wochen kriegst du dann das nächste Auto. Obwohl ich aber auch hoffen. Ja, wir auch. Das ist ja, das Auto ist ja eigentlich für technische Erklärungen das Beste, was du machen kannst. Weil es ist ja fast alles in diesem Auto montiert, was es damals gab, ne? Oder was es bis heute fast gab. Ja, vor allem damals gab es das eigentlich mehr oder weniger nicht in einem Serienfahrzeug. Es sind viele, viele Dinge neu entwickelt worden. Das erste Mal für ein Straßenfahrzeug, für ein Serienfahrzeug. Aber du hast mit einer Sache absolut recht. Es gibt extrem viele technische Details hier zu erzählen. Der ein oder andere wird denken, okay, das klingt alles ganz normal. Aber da nochmal, um zurück Baujahr. Zu deinen Worten zu kommen, immer das Baujahr, die späten 80er Jahre und den Entwicklungsbeginn 1983 vor Augen führen. Ein Chiron hat 2016 wieder mit Registeraufladung angefangen. Ja. Hier. Ja. Es ist alles mal da gewesen. Weißt du, was ich hab? Was denn? Hunger wie ein Bär. Ehrlich? Ja. Burger? Was sonst? Das ist, wir gehen Burger essen.